Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres KSB Realism Overall Real Progression One Real Scale Solar System Let's Plays. Ich bin gerade hier am Stissel und ich denke mal, dass es Zeit wird, Warp to Complete reinzuknallen. Wir sind nachts um 8, das finde ich nicht so cool. Wir wollen morgens irgendwie um 8 haben, also 12 Stunden voraus. Dafür spulen wir mal ein bisschen vor. Und es ist 8.30 Uhr. Und die Bolt MK5 Typ 4 steht jetzt auch langsam bereit. Und die sieht jetzt ganz anders aus als sonst. Dementsprechend ab raus und let's go. Damit werden wir jetzt versuchen, 30 Kilometer höher zu knacken, wenn wir es damit nicht schaffen. Also wir werden so 3-4 Anläufe probieren. Dann kann uns nur die Thruster helfen. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass wir es mit der schon hinkriegen. Wäre auf jeden Fall cool. Aber schauen wir mal. Dementsprechend Vollschub. Ja, nee, nicht Vollschub. Zwei Drittel Schub, Bremse rein und Gas. Dann eine Sache, die ich vergessen habe. Und zwar Steering Lock. Steering Lock. So, dass nur unser Vorderrad steuert. So, Schub ist aufgebaut. Wir können die Bremse lösen. Und schon geht's hier rund. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 und hochziehen. Hochziehen und nicht das Schild da vorne mitnehmen. Gewinnhöhe. Fahrwerk einfahren. Oh, scheiße. Unser Fahrwerk hat's zerlegt. Dann heißt's jetzt mal nach oben und hoffen, dass uns das jetzt nicht zum Verhängnis wird. Wir probieren es jetzt erstmal aus, ob wir überhaupt Geschwindigkeit ordentlich aufbauen, weil ich meine, es ist schon ein geisteskranker, eine geisteskranke Bremse. Aber who knows? Wir geben einfach mal Gummi, wir gewinnen ja hier noch an Geschwindigkeit. Wir sind auch schon in etwas dünnerer Atmosphäre, aber ein stabiler Flug wird es sicherlich nicht. So viel ist schon mal klar. Aber wir sind einfach zu schwer. Die Tankfüllung ist noch zu hoch. Thrust-to-Weight-Ratio ist noch unter 1, das macht direkt schon wieder was aus. So, 10.000 Meter Höhe haben wir. Jetzt heißt es Geschwindigkeit aufbauen. Naja, wir erzeugen mit dem Fahrwerk so einen geisteskranken Drag, das ist absolut abnormal. Wir ziehen jetzt einfach mal volle Lotte hoch und checken mal aus, was so geht mit der Konfiguration, so wie es jetzt gerade aussieht. Aber ich glaube nicht, dass wir da großartig höher kommen als 15 Kilometer. Also das wäre schon echt hoch. Ja, nee. Okay, wir machen gar nicht mehr so großartig drumherum. Na, das bringt ja nichts. Wir gehen auf Start zurücksetzen, weil es war ja tatsächlich noch voll okay. Bis wir halt die 150 Meter pro Sekunde da unten auf dem Boden geknackt haben. Das war halt nicht gut. War nicht gut für unser Fahrwerk, wenn ich das jetzt... Ja, okay. Jetzt im Moment ist alles tutti und das funktioniert auch wunderbar, aber
aber halt leider nur begrenzt. Deswegen, wir müssen den Schub einfach noch ein bisschen runternehmen, dass wir erst am Ende der Landebahn bei 150 circa sind. Sonst bringt das alles einfach nichts. Ne? Steering locken. Auch Steering locken, sonst haben wir da so ein komisches Rumgewobbel und das wollen wir ja nicht. Jetzt erstmal Schub aufbauen. Und Bremsen lösen. So, da ist jetzt echt nicht viel Dampf dahinter. Wir beschleunigen schon mal langsamer, das ist schon mal wichtig. Jetzt muss ich schon anfangen hochzuziehen. Wie ein Bekloppter. Oh, jetzt an Höhe gewinnen. Den Schub voll hochdrehen. Und jetzt ab in den Steigflug. Sehr schön. Das hat jetzt viel, viel besser funktioniert. Ich hätte irgendwo hier anfangen sollen mit dem Sprit. Also da musste ich jetzt echt schon aufpassen. Ey, schaut mal. Jetzt sind wir hier gleich schon. Schallgeschwindigkeit ist erreicht. SAS aktivieren. Zack. Und einfach straight. Irgendwas hat's abgerissen. Ah, hinten unsere Steuerruder. Ja, wir sind noch zu niedrig gewesen. Na, ja, wir probieren es trotzdem. Erstmal durch die dicke Atmosphäre durch und nach oben. Wir verlieren nur langsam an Geschwindigkeit, das ist gut. Sehr schön und Geschwindigkeit aufbauen, so gut es geht. Aus dem Steigflug raus. Und Vollgas. Bis wir an unsere Grenzen kommen. Ziehen. Viel mehr wird nicht gehen. Dementsprechend müssen wir jetzt einfach nach oben zwiebeln. Vollgas, so gut es geht. Aber ich werde es mit dem nicht hinkriegen. Ich glaube nicht. 400 Meter pro Sekunde ist zwar echt schon ein ordentlicher Schub, aber die Atmosphäre wird so dünn, dass ich da mit meinem hier nichts mehr erreichen kann. Na. 17 Kilometer und wir sliden. Dann, wenn wir sliden, dann zeigt uns das an, dass da nichts mehr geht. So, aber da probieren wir jetzt noch was. Erst Geschwindigkeit aufbauen. Jetzt hochziehen, langsam hochziehen. Nicht mehr den krassen Sturzflug.
gerade Flug. So. 10.000 Meter Höhe. Das ist Idealhöhe für uns zu fliegen, weil wir knapp in der dünneren Atmosphäre sind. Und, großer Vorteil, die Reibung ist noch nicht so groß, so geisteskrank hoch. Wir werden jetzt hier versuchen, an der Stelle einfach Geschwindigkeit aufzubauen. Wir müssen schneller werden. Und dürfen nicht zu niedrig fallen. Meter pro Sekunde darf nicht mehr vorspulen. Ich muss jetzt langsam hochziehen, weil wir brauchen über 500 Meter pro Sekunde. Mehr. Das, was geht, müssen wir rausziehen. Fast 600 Meter pro Sekunde. Fünfhundertachtzig. 600. Den haben wir schon mal geknackt, ne? Ja, 900 ist der nächste, den kriegen wir hier nicht geknackt. Aber mit 600 Meter pro Sekunde würde ich sagen, kann man mal versuchen, andere Höhen zu erreichen. Und jetzt haben wir auch den Punkt, wo wir einfach volle Lotte nach oben ziehen können. Einfach Vollgas nach oben. Wir haben immer noch 400 Meter pro Sekunde. 20 Kilometer Höhe. 21. Und wir haben über 1. Kilometer. Oh. Ja, wir werden es nicht mehr schaffen. Aber immerhin 22 Kilometer Höhe. Das ist crazy. Also viel mehr geht leider damit nicht. Kriegen wir leider nicht hin. Wir werden auch nicht mehr getragen. Also, ich würde sagen, der Zug ist abgefahren. Und sind mittlerweile auch echt schon weit weggeflogen. Und jetzt geht's abwärts. Volle Granate. Und wir sollten mal so langsam wieder die Richtung reinziehen. Jetzt haben wir gleich ein Problem. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh. Und jetzt wird auf der Atmosphäre geslidet. Zack. Wunderbar. Jetzt sind wir auch wieder tatsächlich auf einer Höhe, auf der alles absolut easy ist. Wir fliegen gerade Richtung Norden. Huh. Okay, leicht hochziehen. Jetzt können wir hier wieder den Vorspultrick machen. Geschwindigkeit so aufbauen.
Okay, wir kriegen hier wieder ordentlich Speed drauf, aber hier ist natürlich die Reibung sehr krass, weil wir unter 10.000 Metern sind. Also wir probieren das jetzt noch einmal. Dafür brauchen wir jetzt erstmal mehr Speed. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall weit über die 600 gehen. So gut es halt geht. Ne? Aber wir befinden uns ja gerade in einem leichten Steigflug. Und sind noch in den dickeren Atmosphärenschichten. 620. Ja, noch können wir es uns erlauben. Und unser Schubgewichtsverhältnis wird ja immer höher. Ne? Also je länger wir fliegen, umso krasser wird's. Okay, wir verlieren leicht an Geschwindigkeit, ist aber kein Stress, weil wir auch stark an Höhe gewinnen gerade. Jetzt wären wir wieder schneller. Ich muss unbedingt nach oben. Ich muss unbedingt nach oben. Die Reibung ist so geisteskrank. Und weiter, 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 weiter. Und weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. So, und jetzt den Arsch hoch. Jetzt den Arsch hoch. Und der normale Steigflug. Okay, das bringt überhaupt nichts. Wir müssen weiter hochziehen. Komm, wir haben noch 400 Meter pro Sekunde. 23 Kilometer. Komm, da geht noch. Wir kriegen noch mehr, wir kriegen noch mehr. Wir sind bei über 1. Das sollte uns doch eigentlich gut nach oben schieben. Komm schon. Ja. 23.500. Steuerfähigkeit ist fast null hier. Das ist echt crazy. Oh, zieht euch das rein, wie das hin und her schwimmt. Bei so gut wie keiner Dichte der Atmosphäre ist es echt fast unmöglich, da überhaupt irgendwas gebacken zu kriegen. Ist ja nur crazy. So, jetzt kommt der Slide. Und passt. Jetzt haben wir wieder unseren Geschwindigkeitsaufbau, Vorspulmoment. Nicht zu viel. So. Vierhundertsiebzig, vierhundertachtzig, 490. Also die 500 Meter ist überhaupt kein Stress. Pro Sekunde. Aber sobald es dann da drüber rausgeht, wird schon anders wild. Okay.
Leichte Steigung, wir bauen Geschwindigkeit auf. Das ist schon mal wichtig. Naja, ich will die Apoapsis in 10 Sekunden erreichen. So. Baut Geschwindigkeit auf. Auch mindestens die nächsten 10 Sekunden kein Stress. Und baut Höhe auf. Yes, 650 Meter pro Sekunde gleich. Jetzt noch mal unter 10.000 Meter fallen. Okay. Und hochziehen. Hochziehen. Oh, yikes. Das war zu viel hochziehen. Okay. Ja, blöd, dass ich keine Fallschirm hier habe. Haben wir einen Notfallsprungsitz? Eject? Not possible. Visible speed exceeds limit of 330 meters per second. Ja, dann hoff mal drauf, dass wir noch langsamer werden. Dennis? Weil sonst hast du ein Problem, aber ich meine 6000 Meter und wir sind drunter. Kacke, hast du keinen Fallschirm? Nee. Ja, du. Das ist jetzt natürlich dezent blöd. Du fällst aber relativ langsam, ne? Sammeln doch mal hier so ein bisschen Infos. Ja, ich möchte dir auf jeden Fall für deinen Dienst danken, den du da so hattest. Darfst deinen Helm auch gerne entfernen. Ich hoffe, es war eine schöne Zeit. Und ja, ich glaube, mit diesen Worten und auch mit diesem Bild werde ich mich jetzt verabschieden. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Unser Flugzeug verteilt sich gerade so ein bisschen. Und ja, war mein inneres Blumenpflücken. Ich werde Dennis Ross also in Ehren halten. Euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya. Apropos, lasst mir ein Like und ein Abo da. Moment. Entschuldigung, ich bin nochmal da. Dennis hat es überlebt. Interessanterweise. Raumfahrzeug bergen. Recover. Okay, gut. Dann beende ich jetzt aber an dieser Stelle die Folge. Weil Dennis hat es überlebt. Interessant. Frag mich, wie er das geschafft hat, aber er hat es überlebt. Und dementsprechend werden wir ihn hier auch weiterhin sehen. Ja, jetzt euch aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen Tag. Lasst mir natürlich gerne ein Like da, lasst mir natürlich gerne ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, bis dahin. Euch noch einen wunderschönen Tag. See ya!